Mit der mobilen Begleitung sorgen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahnhofsmission Bremen dafür, dass auch hilfebedürftige Menschen Zugfahrten unternehmen können. Die Bahnhofsmission Bremen, ich würde sagen, das sind 50 ehrenamtliche Mitarbeitende aus Bremen und Umgebung, die sich hier zum Teil schon seit 10, 15, wir haben sogar einige Ehrenamtliche dabei, die sich schon seit 20 Jahren engagieren. Und wir sind da für alle Menschen, die uns aufsuchen, die Hilfe brauchen und die wir unterstützen können. Also die Hauptarbeit im Bahnhof selber, in der Bahnhofsmission, ist, dass wir Informationen zur Verfügung stellen. Wir sind da für Gespräche und wir vermitteln in andere Hilfseinrichtungen in dieser Stadt. Wir verstehen uns als sogenannte Clearingstelle und gucken, dass wir durch dieses niedrigschwellige Angebot auch diejenigen erreichen, die vielleicht sonst nicht mehr unbedingt erreicht werden würden. Und das Projekt, für das Sie ja heute hier sind, die mobile Bahnhofsmission, was ja noch ein in der 100-jährigen Geschichte der Bahnhofsmission noch ein sehr junges Projekt ist, das ist dafür, also was auch Ehrenamtliche sind, die Menschen im Zug begleiten, das ist da für all diejenigen, die sich nicht mehr alleine zutrauen, eine Reise zu tun oder die einfach ganz konkreten Hilfebedarf im Zug oder drumherum haben. Erstmal ein dickes Dankeschön an alle und ich wünsche mal, wir haben ja jetzt Mitte Dezember, ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest.